Und es geht wieder los. Servus miteinander. Schön, dass ihr dabei ist bei einer neuen Folge Bramble the Mountain King. Wir starten von hier, da war man zwar schon, aber jetzt ist es halt so. Ach ja. Also wenn ich jetzt dran denke, dass es hier jetzt schon wieder vorbei ist mit dem schönen Sein, habe ich über so richtig gar keinen Bock. Jetzt wird doch schon wieder Drama, ja? Weiß nicht, ob es gut ist, wenn man keinen Bock gerade hat, es aufzunehmen. Meistens nicht. Aber vielleicht ringe ich mir dann ein paar mehr Schimpfwörter ab. Vielleicht gefällt euch das ja. So, das ist Wasser. Ein hellrotes Wasser. Himbeersaft. Geh mal durch. Egal. Wird schon passen. Ich glaube, wir machen sogar einen Stein an. Jetzt ist alles wieder so groß, ne? Beziehungsweise wir sind wieder so klein. Das ist so schleichend, das merkt man gar nicht. Bin ich halt rot? Rote Fußstapfen? Ja, auch egal. Wer mir jetzt folgen will, der soll das halt. Ich meine, ich habe da jetzt halt echt all die Ladies gekillt. Wer da jetzt mir noch nachfolgen will, der muss wirklich wissen, was er tut. Ah, das kommt mir jetzt bekannt vor. Das ist doch wieder unser Aufgang, genau. Unser Empore. Aber so sah der Berg nie aus, dachte ich. Auch aus der Ferne war der sehr so spitzig, so unbewachsen. So wahrer Fels. Und ich habe mir wenigstens ein paar Sachen noch. Außerdem war da keine Ruine drauf zu sehen. Ja, schauen wir mal, was ihm jetzt wieder eingefallen ist. Warum er wieder klein ist. Wieso? Eine Reue. Eine Reue. Weg damit. Mit dem Geschnelz. Weg. Was jetzt? Achso, ja, das ist wirklich blöd. Aber was hätte er da machen sollen? Was soll man denn da tun? Ja, da weiß ich nicht, ob man da was hätte machen können. Du bist ein bisschen Larifari gerade drüber gesprungen. Ich gib's dir zu. Ja, ist ja gut. Komm, mach jetzt. Oh, das haben wir gerade nicht gesehen, ne? Ist das noch ein Bug irgendwie? Warum haben wir jetzt wieder nichts gesehen? Ja, ist ein bisschen buggy leider noch. Oder war immer schon? Nee, hä? Mal schauen, was jetzt passiert. Jetzt müssten wir ja wieder eine neue Sequenz haben. Weiß ich nicht. So, du bist jetzt auch weg. Ah, da ist richtig weg. Jetzt ist er wieder weiter weg, der Berg. Jetzt ist er wieder näher dran. So, jetzt trinken wir wie immer erstmal einen Schluck. Und dann schauen wir weiter. Geht er von alleine rein? Ole? Ole? Wir haben nicht gesagt, dass wir jetzt sie bewegen. Gimli? Gimli, warf es schon mal auf? Bin bereit? Auch ein sehr schönes Bild gerade. Geh mal aus. Zwischendrin waren wir ja schon wieder mal sauber, ne? Hat gut durch den Fluss voller roter Brombeersaft. Rot im Brombeersaft ist natürlich. Und was war das eigentlich für ein Stein auf dem Turm da? Vor der Frau. Vor der alten Frau. Now, entering the halls of the mountain, Ulle was ready to find his sister. Schwester war die ganze Zeit da in unseren Herzen. Wir hatten sie die ganze Zeit mit uns. Ja, okay, ist ja gut. So, rein da jetzt, oder? Jetzt gucken wir uns das Bild nochmal an. Oder gucken wir uns den Stein, die Steinplatte an. Ja. Hätten sie das gesehen? Na? Ja? Ach, die Bibliothek wieder. Ist es diesmal eine böse Bibliothek? Hört sich so an, ne? Hört sich böse an. Aha. Hallo, servus. Du bist ja wieder.
Hast du keinen Bock mehr auf und. Ulle. Ach, du willst schnell was schreiben. Okay, das sind die Bilder von vorhin. Ja, ja, das passt. Da ist nochmal ein Buch. Da sind wir wieder nackig. Nacksch. So, hat uns so ein neues Buch hingelegt. Na, guck mal rein. Ach, das ist unsere Geschichte, habe ich gerade geschrieben. Bloody. And at his wits' end, King Nils came to a witch's house on the outskirts of his kingdom. Aber, ah, nee, doch nicht. Okay, alles gut. Fell to his knees, begging the witch to help cure his son. And she agreed. The witch explained that the flower held tremendous power that could only very carefully be used for good. The witch instructed he only use a single petal. Using the whole bloom would only invite death. Ganz einfacher Hinweis. Ganz einfach. Ulrich began to recover, but discontent at the royal line had grown in the kingdom. Following King Nils' bloody campaign. The next day, King Nils found his son dead. And the last light holding his darkness at bay. Kann jetzt der Sohn jetzt aber auch nichts dafür, ne? Heartbroken, King Nils turned to the bloom which had promised life. And instead, saw it as an escape from his suffering. The witch, having come to visit the king and the prince, looked at the nightmarish scene in despair. She raised a mountain on top of King Nils and shackled him using the same bramble that he let loose upon the kingdom. And to this day, the trolls still feed him as punishment for his evil deed. Die füttern ihn mit was? Hey, wo bin ich jetzt? Ulle, wir sind weg. Okay, sind wir da. Gott. Ich glaube, wir müssen jetzt reinzoomen, ne? Hä? Jetzt? Alter, die letzte Folge hat es aber in sich jetzt, oder? Ja, ja, das kennen wir ja. Warum liegt es aber dann nochmal da? Warum liegt es jetzt nochmal da? Ja, weil es wahrscheinlich einfach, falls man es letztes Mal vergessen hat oder so, ne? So, dann geht es da wahrscheinlich weiter. Und da wieder raus. Mit was führt denn die Trolle denn ihn? Ich meine, die haben ja richtig zu tun gehabt, ne? Mit den Fleischspatzen und alles. Das ist das royale Bett. Das heißt, der Berg ist eigentlich eine Stadt oder ein Palast. So. Mei, ne? So. Hier nochmal gucken. Jawohl. Herrschaftlich. Zeit. Mit dem Auge. Gibt keine Zeit. Das ist tatsächlich das Bett. Mit einem Kelch? Boah, steht noch nicht mal die Marke drauf. ja, alles klar. Cool. Ja, ich hab's gesehen. Danke. Gut. Da, ja, ja, ja. Hier. Stein durch. Fels. Da. Hier, dann noch ein Abschiedsbrief oder was? Oder ein Beschwör. Was soll ich denn jetzt hier machen? Komischerweise am Anfang, als wir die allererste Folge hatten, mit der Streichholzschachtel, da ist der 2 drauf, mit der Streichholzschachtel wollte ich gerade sagen, das alles mit den Analogsticks bedienen. Seitdem war es vorbei, jetzt bin ich wirklich auf einen Moduszustand gekommen. Ich habe es ja irgendwann nochmal vermutet gehabt in der Folge, ich glaube, es war auch drauf. 2, okay. Ja, dann war ich jetzt selber schuld. Alles gut. So, da können wir uns hinsetzen. Jetzt mal halt. Ach, da unten. Guck mal, was ich da entdeckt habe. Hä? Die Schnitzerei können wir nicht nehmen? Doch. Wie ist das? Trojanische Pferd. Kann man nicht nehmen? Kann man nicht nehmen, okay. Vielleicht eine andere Schnitzerei? Oben, da. Die können wir nehmen. Siehst du, die ist auch der aus dem gleichen Holz geschnitzt.
Können wir noch eine nehmen? Ist ja nie zufrieden. So kann ich diese neue, das Pferd nicht. Was ist das? Sieht aus als. Eine Rinde? Ja, hier. Donner? Einer. Messerle? Gut, Schwert. Holzschwert. Oder, ja. Bisschen lackiert halt. Da oben ist noch so ein Stück. Das? Ja. Gebe mich jetzt, glaube ich, zufrieden. Das sind auch die. Ja, ja, das sind die. Das sind alle ein paar Wesen noch, die wir gesehen haben. Ja, da unten auch. Das ist ja alles vorhanden. Okay, Tür erstmal nicht, oder? Erstmal die Tür, die ist wahrscheinlich nicht offen. Oder ich weiß nicht, ob du gerade buggst oder nicht. Max hätte einfach nichts, ne? Alles ist ja schlimm. Gut, gehen wir da lang. Da, dass ich jetzt. Klar. Genau. Machen wir uns sauber und verkleiden uns. Und sind froh. Ha? Was ist mit ihm? Wieso ist er jetzt so fröhlich? Da ist er nicht mehr. Ist er nicht mal ganz beisammen? Ach so, warte mal, ich habe ganz vergessen, dass er auf der Schatulle 2 stand. Aber ob das was zu bedeuten hat? Okay, jetzt sind wir halt verkleidet. Wir haben auch irgendeine Spitze irgendwas gefunden. Haben wir auch bekannt vor. Kannst du leider nicht sagen. Ach so, ja stimmt, warte mal. Hier. Rein damit. Drehen. Auf die 2. Das ist 2, oder? Hilft ja nix. Achso, vielleicht geht jetzt die Schatulle auf. Ist jetzt offen? Nee. Die 2. Aber wir brauchen ja auch noch einen. Also eigentlich bräuchte man noch einen Zeiger. Da auf jeden Fall nicht, da auch nicht, ne? Weil wenn man da sitzt man nur, kann man sich eigentlich nicht umgucken. Kann man schon, aber nicht mit dem Bandkreuz. Kann man da noch irgendwas übersehen? Könnte da irgendwo eine 2, also 2. Irgendein Zeiger noch versteckt sein? Ich wüsste jetzt nicht wo, ne? Vielleicht wenn man da nochmal irgendwas dreht oder sowas. Das ist auf jeden Fall keiner. Das könnte, nee, das kann keiner sein. Das kann kein Zeiger sein, da unten. Das Pferd ist komisch hell, ja, das ist neu geschnitzt. Ist auch kein Hinweis oder so. Da ist nichts, da ist nichts. Wir fahren jetzt noch mal ein bisschen was ab. Ja, ne? Das Bild nochmal? Okay, ich habe jetzt die Kleider vom Sohn, das Schwert aber nicht. Da ist nichts Auffälliges jetzt. Also nichts, was mir ins Auge sticht. Da ist dann die Schatulle nochmal. Ja, und da sind die beiden Herzensbrecher. Da ist auch der Krug, der Kelch. Kelch war nichts drin. Bist du nicht richtig auf der 2? Doch. Hä? Ach, ich kann ja gar nichts mehr. Ach doch, doch, es geht. Ist ja auf der 2, oder? So wäre ja, so wäre nicht, so wäre, so. Eigentlich muss es so sein. Wie bestätigt ist es jetzt nochmal? Hä? Alter, Spiel machen wir nicht alle. Stehe doch beim Bett. So, jetzt das Bett nochmal absuchen kann ich kaum, weil ich nicht mehr als so kann. Schauen wir da nochmal rein. Nee, ne? Okay. So, jetzt sind wir, jetzt haben wir alles nochmal durchgespielt. Jetzt sind, glaube ich, meine Möglichkeiten erschöpft. Also, da müsste ich jetzt es übersehen haben. Oder ich komme nicht drauf. Da kann ich nichts machen. Da in der Feder, im Federkiel ist nichts. Da in den Dings ist auch nichts, auch nichts, auch nichts. Du nochmal? Nee. Dann du nochmal. So, und jetzt? Alles abballern, was geht. Vielleicht habe ich die Uhr falsch eingestellt. Das kann doch sein, ne? Warte mal, das habe ich für 2 empfunden, ne? Dann machen wir es halt mal so. Hä?
springt ein bisschen, ne? Aha. Bin ich überfragt. Jetzt weiß ich es nicht. Ich weiß wirklich gar nicht. Komm, lass uns schon mal was wir jetzt machen. Was die Logik jetzt ist. Geht halt auf die 3. Okay. Das ist wahrscheinlich einfach, um sicherzustellen, dass man, wenn man bestätigt, dass er wirklich dahin springt, wo er hin soll. Bringt mir jetzt aber nichts. Zeiger fehlt halt. So, und jetzt? Hinsetzen. Warum kann man sich hinsetzen? So. Also Leute, jetzt helft mal da mal. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Da ist ein X. Aha. Gut, da ist halt noch ein X drin. Also für 10. 2 und 10? Ist da noch eine, gibt es da noch einen Hinweis? 2, 10? Boah, was haben wir noch gehabt? Das da. Das ist sehr versteckt gewesen. Ja, das sehe ich jetzt nie als Hinweis an, ne? Das ist halt so. Beim Eingesackten war nichts dran. Bücher kann ich diesmal nicht stapeln. Das ist das, das ist das, das ist das. Okay. Alles klar. Jetzt haben wir noch ein X. Aber wahrscheinlich brauche ich mal da den zweiten, ne? Der zweite muss wahrscheinlich auf X. Wer weiß. Gehen wir erst einmal zum Schwert. Gucken wir uns nochmal an, ob da was passiert ist. So, Tür nach wie vor dicht. Du auch. Ja, Jesus Christ, was soll ich jetzt machen? Ich weiß es nicht. Einen Hinweis haben wir jetzt noch gehabt, aber der bringt uns nichts. Ach, Spiel, jetzt gib mir noch einen Hinweis, ey. Kann ich eh nicht mehr rein. Wo kriege ich jetzt noch einen Zeiger her? Achso, warte mal, da ist der Kelch. Da ist der, okay, da müsste im Kelch eigentlich der erste Hinweis sein. Ah ja, okay, jetzt kommen wir weiter. Pass auf. Also, Kelch, du hast den ersten Hinweis für mich. Da fehlt einfach. Da fehlt halt ein Dings. Aha! Das habe ich die ganze Zeit nicht gesehen. Okay, da haben wir die 6. Also. 6, 10, 2. War das 6? Ja, doch, ne? 6. Ne, 2. Und dann 10. 2. Herrschaftszeit. So. Ein Schlüssel ist jetzt auch noch aufgetaucht. Schön. Deswegen, also wenn es so ein Spiel gibt, wo es nur solche Rätsel gibt, dann kann ich, dann, das ist nichts für mich. Da habe ich auch keinen Spaß dran. Also schön, wenn man es dann entdeckt hat, aber jetzt halt von einem Rätsel zum nächsten und immer ist, sowas in der Richtung. Nee, nur weil man blöd dasteht. So,
Sind wir jetzt im Berg drin? Ach ja, geht weiter mit den Dornen. Da ist nichts. Richtig wuchtige Dornen, ne? Da hinten ist... Nee. Hört sich schon wieder nicht gut an. Hä? Wo ist da eine Blüte? Gibt keine. Hallo? Bitte lass hier mal eine Blüte erscheinen, sonst komme ich hier nicht weiter. Müssen Sie sich hier irgendwo ducken? Hä? Und jetzt? Ducken ist ja Quatsch. Da vielleicht, ne? Genau, sieht man es jetzt wieder. Tatsächlich. Oh, das war ja bei dem blöde Landung, muss man mal sagen. Hat ihn nicht gestört, okay. Na gut, wenn man da auch schläft bei dem Berg. Bei der Lautstärke, dann wundert es mich nicht. So, was ist denn jetzt? Ach so, hier kann man wahrscheinlich hoch, ne? Jetzt müssen wir wahrscheinlich warten, bis der hier, der... Genau. Also, wo müssen wir hin? Links oder rechts? Die Mechanik kennen wir ja schon. Ach, da ist ja noch mal einer. Achso, nee, der macht nichts. Okay. Dachte, der macht was. Hä? Komme ich denn da hin? Also so nicht. Wie er noch gemacht hat. ja. Ganz verstehe ich es jetzt noch nicht. Es braucht nämlich ziemlich lange, bis es bei mir ankommt. Da kann ich dann nicht hoch. Aber ich muss wahrscheinlich da rüberspringen, oder? Oder nicht? Weil da jetzt hoch geht er nicht. Ich bin ganz schlecht gesprungen. Nee, ich weiß jetzt nicht, was das Spiel von mir will. Andere Richtung gehen müssen? Einfach runterspringen? Nee, das ist ihm jetzt zu hoch. Okay, da wenn das ihm jetzt zu hoch ist, dann weiß ich auch nicht. So, in die Richtung? Auch nicht. Die Folge, ne? Folge mag mich schon wieder. Also da kann ich mich auch verstecken anscheinend, ne? Bringt mir aber nichts, oder? Ich kann mich ja da verstecken, aber... Pff. Oh Gott. Langsam, oder? Ja, gerade fehlt der Spaß ein bisschen. Das Rumtüfteln nimmt überhand gerade. So, also da kann ich definitiv... Oder ich weiß es nicht, ob es definitiv ist, aber da kann ich nicht hoch. Ne? Du, manchmal überlegst du es dir ja noch, aber da geht es jetzt auf jeden Fall nicht. Dann könnte ich da hoch und dann da vielleicht. Vielleicht geht es. Dann müssen wir erst nochmal warten. Und jetzt kommt das. Ach, das. Ach, er kann sich einfach festhalten. Eieiei. Na, das habe ich nicht gesehen. Das habe ich wirklich gar nicht gesehen. Für mich sind halt einfach die Festhaltedinger diese. Das Moos einfach, ne? Das so, das Moos ist für mich was zum Festhalten. Und rauer Stein eigentlich nicht. Gehst du hoch. Na, da haben wir mal Glück gehabt. So, was jetzt? Da wahrscheinlich drüber und dann. So, jetzt hochkatapultieren lassen oder so? Oh Gott. Oh, gerade noch im Schatten gewesen. Wir sind gerade noch gemerkt, dass das irgendwie das Atomzeichen hier uns helfen könnte. Das ist aber auch jetzt ganz schön fies hier, die Nummer. Das ist echt fies. Mal 10.000 Sachen ausprobieren.
einmal wieder runterfliegt, darf man wieder alles machen, ne? Da ist mein Moos. Ja, ja, ihr schafft. Speicher bloß ab. Oh, wer ist da vorbeigelaufen? Da ist gerade jemand vorbeigelaufen. Hat bestimmt abgespeichert, oder? Ich gehe jetzt einfach mal hin. Hallo, wer war das? Okay, sehr schöne Tür. Sehr schön. Hübsch. So, ihr wisst, was kommt. Ihr müsst jetzt weg. Interessiert euch jetzt gerade nicht, ne? Achso, muss ich eine bestimmte Reihenfolge? Machen wir es jetzt einfach mal so. Ob es wichtig war, weiß ich nicht. The gate that was meant to be closed forever, now opened. Warum ist unsere Schwester eigentlich da? Achso, weil das Essen, weil sie zum Essen gereicht worden wäre, ist? Warum auch immer? Keine Ahnung. Wie? Jawohl, du bist der richtige Herrscher. Eieiei, du siehst aus. Wenn du es bist. Eieiei, das wird jetzt immer schlimmer, oder? Jetzt sind wir eklig? The Mountain King, who was meant to be hidden forever, was now revealed. He just had to reach the sack before Lilimur ended up as the giant's dinner. Ja, wenn es nur das ist. Weil wir haben jetzt halt noch nicht lang genug gebraucht, ne? Also waren die Trolle jetzt einfach unterwegs, um Essen zu suchen, ne? Hä? Also da komme ich nicht hoch. Okay, dann gehen wir halt außen rum. Aber eigentlich müssen wir doch hoch. Dachte ich. So, jetzt sind wir hier. Ach, das sieht wieder zum Klettern aus, ne? Jawohl. Ja, hoffentlich wird das noch was. Wir das jetzt nicht nochmal durchspielen müssen, weil ich zu langsam war, weil ich zu viel ausprobiert habe. Stell dir mal vor, das wäre so das Ende. Ah, du hast so viel probiert. Versteckter Countdown. Mach's nochmal. Dann gibt's aber, ne? Oh ja, zu spät gesehen. Aber es geht noch. Oh Gott. Was denn da? Dornen nicht berühren. Oh, wie soll das jetzt gehen? Springen? Ach nee, da wieder hochklettern. Dings, sag mal bitte. Versuch's jetzt einfach dazwischen drin. Okay, vielleicht war es jetzt gar nicht so wichtig, dass ich... Ey, ich sehe es jetzt wirklich... Ich weiß jetzt nicht, was du von mir willst. Jetzt ausweichen kann ich jetzt auch nicht mehr. Ich sehe nämlich nichts. Wenn da was ist, dann... selber klarkommen. Wie, und der isst jetzt alles einfach? Wieso füttern die ihn? Als Strafe? Wieso sollen die jetzt als Strafe füttern? Verstehe ich nicht ganz. Soll er halt nichts mehr essen? Hört sich nicht so an, oder? Wie... Gott, jetzt bin ich auch noch verantwortlich für den Tod dann gleich noch. Hey, wieso ist jetzt der wieder weg? Was soll denn der Mist? Warte, jetzt ist jetzt der Sack weg? Ach nee. Also ich kann nichts machen. Aha.
Okay. Scheint jetzt auch nicht so die beste Aufgabe zu sein. Ja, und jetzt? Jetzt beißt er noch mal in seinen schön gealterten Käse rein, ja? Oh, nee. Ja. Viel Spaß. Viel Spaß, hier, ne? Dings. Ole, viel Spaß. Gottes Willen, das ist wieder eine Kacke hier, ne? Hier hat er schon mal reingeschnitten. Mach das hier doch nochmal. Jetzt kommen die wieder nach. Kann es mal sein, dass die wieder nachkommen? Einen Dusel gehabt. Sag mal, kommen die wirklich nicht nach? Wird nicht weniger, ne? Ich weiß nicht, warum das so ein seltsamer Start. Nee, doch, es werden weniger. Okay, ich war jetzt irgendwie verwirrt. Gut. Ach, Olle, jetzt komm. Ich hab jetzt nicht die ganze Abendzeit, Leute. Olle. Irgendwann muss ja mal der Ofenkäse fertig sein. Reicht für 2 bis 3 Personen. Ne? So ist es denn meistens dann doch nicht. Gott. Ey, mir fehlt ein bisschen die Umrandung gerade. Warum erwischt er mich jetzt? Warum erwischt er mich manchmal? Mach ich mir nicht. Was mache ich beim Messer falsch? Mir Haken schlagen? Ja, mal schauen. Jetzt haben wir wenigstens einen kleinen Speicherpunkt wahrscheinlich. Hoffe ich. Ja, was ist denn das? Ein Reisapfel. Muss man jetzt damit essen? Natürlich. Oh, und danach, was kommt danach? Oder steh auf, bitte. Wie Geschwindigkeiten hat das Lied? Kennt sich da jemand aus? Oh, das ist aber ganz schlecht. Jetzt kommen da noch Dinger runter. Ja, das ist das aber. Jetzt macht die mal bitte wieder weg. Hau mal da hinten bitte wieder hin. Da war es ganz cool eigentlich. Ja. Okay, es geht noch eine Geschwindigkeitsstufe. Nein, es konnte nochmal zu. Hätte ich eigentlich denken können, ne? War ich zu voreilig.
I'm sorry. Das Kacklied. Das verdammte Kacklied. Wo mussten sie das nehmen? Dummes Kacklied. Ganz daneben. Gott sei Dank. Bitte nicht nochmal das Lied. The bramble weakened. The mountain king saw clearly for the first time in centuries. And what he saw reminded him of his beloved son. Hallo. Spuck bitte mal aus. He would not lose him again. Ich bin nicht dein Sohn, lass mich in Ruhe. Fass mich nicht an. This time, King Nils would overcome the darkness. Aha. So, und jetzt? Ach, da unten zwischen seinen Beinen wächst was. Die alte Brombeere. Und jetzt? Was muss ich jetzt machen? Eieiei, Leute, was muss man jetzt machen? Schön. An mir steckt noch der Schrecken. Des Kampfes in den Knochen. King Nils tore the bramble rooted in his back and brought it all to an end. Ich musste gar nichts machen. The only way to get to Lilimur was now up and in. Weil er aber das cool findet? Seinen alten Birkenstock-Schwert hier. Birkenstock. Ja. So, kann ich über die Finger? Jawohl. So, mach nochmal A, bitte. Du alter Wurzelsepp. So, servus. Bitte hier. Okay, es war anscheinend richtig. Was jetzt mit der Krone? Komm die jetzt her! Ach nee, der ist ja fest, oder? Über die ganze Zeit. Ja. Oh nein. Jetzt, ganz schlecht. Oh. So. Wie hat er das denn überlebt? Ach ja, sie kann auch ein Schwert machen. Jawohl. Aus dem Stein. Ach, da liegen... Oh je. Ulle, da liegst du. Aber das war zu hoch, ja. Aber vielleicht kann der Stein was machen. Es ist immer gut, einen leuchtenden Stein dabei zu haben. Tuva had one last gift to give to Ole. Ein Buch. Nee? Okay. Beine, Tuva. Fein.
Das wäre jetzt doch schöner gewesen, ey, echt. Genug Drama für heute. Ich steuere nur alle. Das wird aber so nix. Was ist mit seinen Haaren los? Wird sich gerade nicht entscheiden. Leben. Jawohl. Du alter Kieselstein. So, könnte aber noch zwei Schritte reinkommen. Aber bewegt sich bloß, wenn man nicht hinguckt, ne? So rein da. Und das alles bloß, weil man aus dem Bett raus ist, ne? Nicht nachts geschlafen hat. A nightmare woke her up. Jetzt ist er weg. Frightened by her memories. Ey. She searched for her brother's comfort. But he was nowhere to be found. Ich weiß ja nicht. Oh, das ist ein anderes Bild. Vorher waren ganz viele Kreaturen drauf. Jetzt ist nur noch so eine kleine, ich würde sagen, rothaarige. Das nebendrin kann ich nicht ganz erkennen. Tut mir leid, kann ich nicht. Da hinten könnten noch ein paar Augen sein. Ob das Lemos ist, weiß ich nicht. Der Froschkönig. Boah, ich kann es echt nicht erkennen. Ich habe gerade einen Knick in der Optik, aber ich kann es nicht erkennen. So, da fehlt jetzt was. Da fehlen ganz viele. Das sind die ganzen. Ja, stimmt. Die ganzen Holzschnitzereien sind da weg. Da können wir nochmal gucken. Immer noch ein bisschen kleiner. Nicht viel. Holt auf. Da können wir weiterhin nicht raus. Das Buch ist auch weg. Hä? Was ist das jetzt für ein Ende? Bin geschockt. Nicht geschockt. Bin überrascht. Kommt er vielleicht gerade hoch? Bitte kommt gleich hoch. Ich will jetzt nicht raus. Wir waren jetzt genug draußen. However, the darkness outside did not scare her. Ich war jetzt genug draußen. Ja, Mist. Ja, bitte. Danke. Because she knew she had her brother. Geschafft, Leute. Was heißt geschafft? Fertig. Ja, wäre jetzt der letzte Bossfight nicht. Also das Spiel ist unglaublich gut. Unglaublich schön. Ich kann es nur jedem empfehlen. Auch wenn man, wie gesagt, ganz am Anfang habe ich es betreuert. Es ist nicht mein Ding. Aber es grafisch und das Szenario hat mich unglaublich abgeholt. Der Bossfight hat aber jetzt einen kleinen bitteren Nachgeschmack hinterlassen, beziehungsweise die letzten Mechaniken. Die waren ein bisschen, ja, ein bisschen nervig. Also ich muss schon sagen, also da so, ja, es hat mich oft zum Schmunzeln gebracht, das Spiel. Gerade bis, na, aber doch bis zur Mitte, ein bisschen drüber hinaus, war schon echt, echt richtig schöne Fantasie und eine richtig schöne, weiß nicht, Level-Design war schön. Die Pilze, ja, die Pilze. Die Lichtstimmung, Sound-Design, die Musik. Echt cool. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das wir gespielt haben. Das ist, glaube ich, die 7. Aufnahme. Glaube ich, ja. Oder die 8. Weiß ich gerade gar nicht. Das heißt, wir haben, ja, so, also ich habe ja auch Zeit gelassen, ne? Ich denke, man kann das Spiel wirklich in 4-5 Stunden durchzocken, ohne Probleme. Wenn man dran bleibt. Ja, es ist jetzt nicht lang, aber da, es kommt darauf nicht immer auf die Länge drauf an, sondern, ne? Ey, es ist halt, es hat mir viel gegeben. Ich werde auch lange dran denken. Mal gucken, was die sonst noch so auf dem Kasten haben. Dimfrost, ne? Und jetzt schauen wir nochmal ganz kurz, was noch vielleicht passiert. Wir lassen es jetzt einfach mal ablaufen. Sind wir da wieder durch. Jetzt geht's dann wieder konsequent, hoffe ich, mit Dead Island 2 weiter. Da habe ich ja schon gesagt, ich bin da jetzt noch nicht so drauf und dran, dass ich das wirklich durchzocken will. Mal gucken, wie weit das mal kommt. Wie immer,
nach einem Spiel, ne, ihr wisst jetzt, was jetzt kommt, kommt eine kleine Pause. Ist aber diesmal wirklich eine kleine Pause, weil das Spiel jetzt auch nicht wirklich lang ging. Das heißt vielleicht, also ich wahrscheinlich merke es gar nicht, weil ich viel aufgenommen habe. Genau. Schreibt gerne mal rein, ob ihr das Spiel in der Richtung öfter mal was sehen wollt. Ich sehe es auch an den Aufrufzahlen, aber es ist, glaube ich, nicht ganz so euer Ding, die jetzt bisher immer auf dem Kanal sind. Es ist halt auch ein kleiner Insider. Vielleicht kommt es ja irgendwann in ein paar Monaten erst jemand drauf, weil irgendwelche größeren Streamer einfach das thematisieren, wer weiß. Bis jetzt habe ich es noch keinen gesehen, den ich nicht folge. Jetzt ist mir aber immer noch ein Rätsel. Ist es bei Fortfahren? Oh, ich will eigentlich auf Fortfahren klicken. Machen wir mal fortfahren. Wahrscheinlich der Bossfight wieder, ne? Nee. Okay, schön. Zurück zum Menü. Mir ist jetzt immer noch ein Rätsel, was ich, warum ich diese Schnitzereien finden konnte. Warum dass ich die Holzfiguren finden konnte. Ich bin mir sicher, dass ich nicht alle gefunden habe. Was ich davon habe, ob ich dann dadurch einen Titel, ein Kapitel direkt auswählen kann? Weiß ich nicht. Es gibt halt nichts wie Extras oder sowas. Muss ja auch nicht mal was freischalten. Ne? Muss ja nicht mal was zum Freischalten sein. Aber interessieren wird es mich jetzt trotzdem, ob das irgendwie einen Sinn hat. Ansonsten, ja, hören wir jetzt auf, hier rumzuklicken. Vielen Dank fürs dabei sein, fürs Durchhalten, fürs Mitfiebern. Wer sich es angeguckt hat. Wir starten jetzt wahrscheinlich, wie gesagt, mit Dead Island 2 wieder durch. Und danach gucken wir mal. Wir haben ja gesehen, dass im Mai nicht so viel für uns rauskommt, aber vielleicht kommen noch mal irgendwelche Updates zu bisherigen Spielen raus, die ganze Zeit schon in Early Access sind. Darauf hoffe ich, ja. Und wir sehen uns einfach, wie gehabt, im nächsten Spiel wieder. Bis dann. Servus.